Atari. Developed by CD Projekt Red. Powered by BioWare. Sein Name war Geralt von Riva. Er war ein Hexer, ein professioneller Ungeheuertöter. Er bekam einen ungewöhnlichen Auftrag, einen Fluch zu brechen, der auf einer Königstochter lag. Dazu musste er nur die Nacht mit ihr verbringen, von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen. Wäre sie nur keine tödliche Bestie gewesen, keine Strinke. Der für den Fluch verantwortliche Verräter diente als Köder.
Obwohl er schwer verwundet war, brach der Hexer den Fluch und wurde berühmt. Die Welt veränderte sich, als der große Krieg kam. Das Zeitalter von Schwert und Axt, das Zeitalter der Verachtung. Geralt von Riva verschwand und geriet fast in Vergessenheit. Doch das ist eine andere Geschichte. Fünf Jahre lang leckten die nördlichen Königreiche nach dem Krieg ihre Wunden. Seuchen und Hungersnöte wüteten und unzählige fielen ihnen zum Opfer. Einige wenige überlebende Elfen- und Zwergeneinheiten suchten Zuflucht in den Wäldern, wo sie sich zum letzten verzweifelten Kampf rüsteten. Abscheuliche Bestien beherrschten die Wälder, Straßen und einstigen Schlachtfelder. In Dörfern und Ortschaften fragten sich die Menschen, was mit den Hexern geschehen war. Die blauen Berge im Norden von Kaedwen. Das Jahr 1270, fünf Jahre nach dem großen Krieg. Wo bin ich? Es ist alles in Ordnung. Ich weiß nicht, wo ihr gewesen seid, aber entscheidend ist, dass ihr lebt und unter Freunden seid. Ihr seht allerdings aus, als wärt ihr gerade dem Grab entstiegen. Ich erinnere mich an nichts. Wir können uns später darüber unterhalten. Wir nähern uns Kaer Morhen. Wir sind da. Leo, holt Triss. Eure Tage sind gezählt, Hexer. Genießt die Zeit, die euch noch bleibt. Nein, ihr habt die Parade vergessen. Ich sage es nochmal, auf eine Drehung folgt immer eine Kreuzparade. Immer! Kaum zwei Tage ist es her, seit sie euch gefunden haben. Ich verdanke euch meine Genesung. Danke, Triss. Erinnert ihr euch an was? An kaum etwas. Da unten. Ich kenne die Bewegung. Drehung, Parade, Schlag.
Ich fühle eine Art Verbundenheit, wenn wir uns unterhalten. Ich weiß, ihr wart wichtig für mich. Geralt, wir... Ich muss nachdenken. Die Zeit vergeht langsam in Kaer Morhen. Ha! Geschafft! Nicht schlecht. Ruht euch aus. Was denkt ihr, Geralt? Ist er bereit für den Pfad? Wartet auf die anderen! Er ist allein. Der Professor gibt uns 50 Orens für jede getötete Missgeburt. Er gehört mir! Vesemir, wir haben Gesellschaft! Ich schließe das Tor. Geralt, nehmt euch ein Schwert von den Trainingspuppen. So, bin ich jetzt dran? Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Witcher Nummer 1. Ja, das erste Spiel der Witcher-Reihe. Ich hatte schon länger vor, das zu spielen. Ich bin gespannt, wie es ist. Grafikmäßig, naja gut, es ist 2007 oder so, 2006, 2004, ich weiß es nicht. Irgendwann ist es rausgekommen. Auf jeden Fall ist es schon älter. Und man hat es ja gesehen, Geralt ist erschienen. Und ich sag gleich nochmal was dazu, wenn die Musik ein bisschen ruhiger ist. Ich habe die zwar schon auf die Hälfte runtergemacht, aber die ist trotzdem extrem laut. Ich muss mal schauen, ob ich das vielleicht nochmal ein bisschen anpassen kann. Aber zuerst bewege den Cursor über das Schwert und links klickt, um es zu verwenden. Okay. Links klickt auf einen Feind, um ihn anzugreifen. Tipp: Feindliche Charaktere haben rote Vitalitätsanzeigen, freundliche Charaktere haben grüne. Okay. Okay. Ach du Schande. Ich lass euch. Okay. Ihr werdet den Tag verflucht, an dem ihr geboren wurde. Ach du Schande. Okay. Ihr hättet euch mit jemand anderem anlegen sollen. Wie geht es euch? Gut. Weiß jemand, wer die Eindringlinge sind? Gewöhnliche Banditen würden Kaer Morhen niemals angreifen. Das wissen wir, Merigold. Vielleicht könntet ihr eure berühmte Magie zu Hilfe nehmen. Zu gegebener Zeit, Lambert. Genug. Wir müssen die anderen möglichen Durchgänge überprüfen. In den oberen Innenhof. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Ist ein bisschen ungewohnt. Ich weiß nicht, was ich von dem Kampfsystem halten soll, aber ich lasse es auf mich zukommen. War ja erst der erste Kampf. Im Über-die-Schulter-Modus, OTS, bewegt ihr euch mittels der Tasten WASD, bewegt die Maus, um Kamera zu rotieren, drückt und haltet die Umschalttaste, um den Cursor zu entsperren und frei zu bewegen. Wechselt zu den anderen Kameramodi durch die Tasten F1 oder F2. Bewegung bei isometrischer Kameraeinstellung. Ach was. Okay. Okay, also ein MOBA? Also so, ja, nicht MOBA, sondern... Silber? Singleplayer Local Battle Arena? Oder wie sehe ich das? Ich finde es auf jeden Fall toll, dass sie in Witcher 3... Kaer Morhen genauso aussehen haben lassen. Was geht hier vor? Sie versuchen, durch das Tor zu brechen. Ohne Rambok werden sie das nicht schaffen. Verdammt! Was ist das? Ein Furchtbringer. Eine grauenhafte Bestie. Oh Gott. Zavala, ich kenne ihn. Ein Magier, ebenso ehrgeizig wie wahnsinnig.
Okay, die Furchtbringer sind wirklich ekelhaft. Sie kommen hier rauf. Macht euch bereit. Da sind noch mehr. Sie dringen in den oberen Innenhof ein. Der mit der Brille ist der Professor. Ein Auftragsmörder. Ich spüre Magie. Sie haben einen Zauberer bei sich. Professor, ihr kennt den Weg. Beeilung. Der Professor wird in Redanien, Temerien und Catven gesucht. Er ist ein echtes Schwein. Den Zauberer kenne ich nicht. Merigold, ich interessiere mich mehr dafür, ob ihr Savola unschädlich machen könnt. Der Rest ist Hexerarbeit. Ich versuch's. Sie kommen. Der Furchtbringer ist sehr gefährlich, aber empfindlich für laute Geräusche. Die Glocken im oberen Innenhof! Genau. Eskel, Lambert, ihr helft mir, den Furchtbringer und die Banditen aufzuhalten. Leo, ihr bleibt hinter uns. Geralt, ihr öffnet das Tor zum oberen Innenhof. Wenn wir da sind, kann Triss Savola und sein Schoßtierchen aufhalten, während wir uns um den Professor und den unbekannten Magier kümmern. Ich lass mir was einfallen. Los, wir versuchen es. Lasst sie hier ein wenig bluten, ehe wir uns zurückziehen. Geralt, folgt der Mauer und brecht zum Turm durch. Da gibt es einen Durchgang zum oberen Innenhof. Allein? Es sind nur Banditen, auch wenn einer möglicherweise berüchtigt ist. Ihr müsst das Tor öffnen. Wir warten. Viel Glück, Wolf. Okay, verfolgt die Minikartenmarkierung, um ein Questziel zu finden. Tipp links, klickt auf das Kartensymbol oder drückt die Taste M, um eine Karte eures gegenwärtigen Aufenthaltsortes zu sehen. Okay. Beeilt euch! Öffnet das Tor! Moment. Ich beeile mich dann, wenn ich mich beeilen will. Ja, und zwar mache ich jetzt erstmal so. Annehmen. So. Wo soll ich denn hin? So, angreifen. Ja, was ist das denn? Angriffe verketten. Verkettet eure Angriffe, um Feinde effektiver zu töten. Linksklickt nur dann, wenn der Cursor sich in ein flammendes Schwert verwandelt. Okay. Das Verketten von Angriffen erfordert eine präzise zeitliche Abstimmung. Ein zu frühes Klicken wird zum Abbruch des Angriffs führen, während ein verspätetes Klicken die Sequenz neu startet. Okay.